Hallöchen, da bin ich mal wieder. Und zwar, ich habe ein Paket bekommen vom René. René Modellbau. Sein Kanal packe ich unten in die Videobeschreibung. Der hat ein Paket geschickt und wollte, dass ich das Ganze unbedingt vor der Cam aufmache. Meine Katze ist schon total interessiert. Ich hoffe, es gibt keine Störgeräusche, weil ich die GoPro jetzt direkt am Strom habe. Da natürlich, wenn ich mal was filmen will, alle Akkus natürlich leer sind. Das macht natürlich durchaus Sinn. Wir fangen erstmal an. Ich hoffe, ich zerschneide hier nichts. Ich sehe schon mal Frischheit vor dir. Wer René seine Videos kennt, bei Laser zum Beispiel, der weiß, er hat eine ganz schöne What the fuck Stöcker. Er hat eine Vorliebe, wie soll ich sagen, Menschen zu quälen. Kann man das so sagen? Stöcker. Ja. Okay, das kann nur von Laser kommen. Aber vom Arm her ist das eher so Julia, ne? Ihr Kunden! Naja, gut. Da freut sich der Hund. Oder der Katze. Noch ein Stock. Alter, was ist denn hier alles drin? What the fuck? Seht ihr das überhaupt alles? Ich mach mal so hier. So, seht ihr alles? Ja, ich denke schon. Du Scheiße, wo fange ich denn an? Das ist echt, ey, du bist so ein Freak, Mann. Das ist er übrigens, das ist der René. Eine Autogrammkarte, Alter, wie geil ist das denn? Das ist ein Kunde, Alter. Scheiße. Oh, böser Fehl. Erster FC Magdeburg. Ach du Scheiße. Ich muss dir leider sagen, dass ich Lok Leipzig-Fan bin. Deswegen werden diese Sachen ehrenvoll verbrannt, wie sich das gehört. Shit. Was von Hamburg? Bis nach Liverpool, von Glasgow bis Athen. Der erste FC Magdeburg wird niemals untergehen. Naja, okay. Weil du es bist, lasse ich das mal durchgehen. Was ist denn hier noch alles drin? Wasserpistole. René weiß natürlich, dass ich Kinder habe. Water Fun Splash. Water Pistol. Du Scheiße, zweimal das Ganze. Ist ein Kunde, Alter. Oh, ich muss mich erst mal hinsetzen hier, sonst kriege ich Rücken. Was ist das? Ach, das sind so eine LED-Dinger. Hier macht man Batterien rein und dann kann man das als Deko-Zwecke. Das ist natürlich richtig geil. Da freut sich meine Frau sicherlich wieder drüber, weil es steht ja fast schon Weihnachten vor der Tür. Ne? Coole Nummer. Ich packe das alles mal dahinter. Was haben wir hier? Ein Maßband, 1,50 Meter. Handmade. Ein Maßband. Okay, kann man immer gebrauchen. Was ist das hier? Designfolie. In weiß. Das ist cool. In weiß. Kann man sicherlich auch mal gebrauchen. Selbstkleben, so wie es aussieht. Ja, selbstkleben. Coole Nummer. Konfetti, ich liebe es. Nicht. Zum Glück ist meine Frau auf Arbeit. What the fuck? Ist das ein Kuli? Das ist ein beschissener Kuli. Ich raste aus. Guckt euch dieses Teil an. Ich habe schon riesen Hände. Guckt euch dieses riesen Teil an. What the fuck? Den werde ich mal mit auf Arbeit nehmen. Das hier mal leer. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht alles versau. Oh, hier Halloween. Das ist ja cool. Das sieht wirklich richtig nice aus. Das sind so kleine Geister, auch wieder so eine kleine LED-Lichterkette.
Das sieht voll cool aus. Voll krass. Oh, noch eine Spritzpistole. Cool, das kann ich auch schon mal mitfighten. Was ist das? Hier ist überall Zeug drin. What the fuck? Hast du das? Hast du die extra da rein gemacht? Ein Schlüsselanhänger mit Thermometer, Kompass und Lupe. Das ist ja nice. Ey, ist mal ohne Scheiß, das ist wirklich cool. Das werde ich mir an Autoschlüssel dran machen. Das ist cool. Das ist cool. Oh, hier noch mehr. Solar-Wackelfigur. Wie kommt man auf so einen Scheiß, der ohne Witz? Scheiße, da ist noch ein Stock. Ich sehe noch einen Stock. Der alte Baumwitz, ey. Es klingelt gerade das Telefon. Okay, kurzer Cut gerade gewesen, hat gerade das Telefon die Klingel, aber wir wollen ja bloß irgendwelche Leute irgendeinen Scheiß verkaufen. Das wird wohl der Telekom sein, weil mein Vertrag ausläuft. Ist ja auch egal. Jetzt, was haben wir hier? Was ist das? Flashball. Ich hoffe, ich bin immer unter Kamera. Ich sehe das so schlecht. Flashball. Hier ist auf. Flashball, Fleißab. Ach, das ist so eine. Ach, hier, das ist so ein. Wie so ein Mini-Quadrocopter, aber ohne Fernbedienung. Die fliegen alleine, die Teile. Krass. Alter, was der hier alles reingepackt hat, Mann. Du bist so ein Freak, Junge. Drück mich. Der hat da sogar was draufgeschrieben. Alter, what the fuck. Das ist geil. Was ist das? Das ist ein Bild von Laser. What the fuck? Hi, Laser. Aber leider hat er nicht drauf unterschrieben. Schade. Ein kariertes Heft. Schulheft A5. Kann man auch gebrauchen. Zwei schulpflichtige Kinder. Kann man gebrauchen. Dieses scheiß Konfetti. Ich hasse dich. Was ist das hier? LED Lightbox. Oh, dafür wird dich meine Frau lieben. Die liebt so ein Dekokram. Ohne Witz. Alter, wieso packst du so teures Zeug hier rein? Das packen wir mal aus. Wenn ich. Ach ja. Da muss ich erst mal reingucken. Ach krass. Ach, da kann man selber Buchstaben schreiben. Alter, krass. Das ist, oh, da wird meine Frau, die wird ausflippen, wenn die von Arbeit kommt gleich. Krasser Shit, guckt euch das an. Krass. Müssen wir das Messer wieder rausziehen, sonst wird das Video noch gesperrt oder so. Das hier grinst mich schon die ganze Zeit an. What the fuck is this? Du Scheiße. Eine Plüschkatze. Okay. Du Scheiße. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Was ist das denn da? Was sehe ich denn da schon wieder? Mini-Tischtennis, Alter. Mit Ball und Netz. Das ist auch geil. Das ist echt geil. Scheiße. Was hat der hier alles drin? Was ist das? Fahrradklingeln. Eine Biene und ein Marienkäfer. Fahrrad klingeln. Mal testen. Läuft. Läuft. Scheiße. Bei mir ist so viel Zeug dazwischen, das checkt man gar nicht. Was ist das hier? Oh, das ist der Magic Stick. Hey, wie geht das aus? Ah, jetzt. Yes. Krass. Ein Leuchtstab mit LED-Leisten. Okay. Scheiße, jetzt wird mir der Platz eng. Der hat das extra so gepackt, dass ich das auspacken muss. Das hier alles voll krümelt. Scheiße. Hier ist ja noch. Alter, wie viel hast denn du eingepackt? Bist du völlig wahnsinnig? Was ist das?
Mini-Taschenlampen. Ist auch geil. Perfekt. Eins meine Frau, eins ich ans Autoschlüssel. Perfekt, Alter. Was ist hier? Oh, Center Shocks. Oh, shit. Das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit, ey. Die sind richtig fies. Huch. Was ist das? So ein Wackelfiguren, Sumo-Ringer. Alter, ey, du bist so ein kranker Typ, Mann. Alter, was ist denn hier noch alles? Was ist denn das? Ein Küken, Alter. Ein Küken. Was macht das Küken? Das macht doch irgendwas. Das ist doch nicht einfach nur so da. Hä? Irgendwie wird es nicht. Ich denke mal, das hoppelt dann weg, ne? Das testen wir. Was haben wir hier? Mini-Knaller. Alljahresfeuerwerk oder wie sich das nennt, ne? Hier haben wir noch, wie heißen denn die Dinger? Knallerbsen. Ach, das muss vorn. Hier haben wir noch hier so eine Ventilatoren. Handventilatoren, macht mal Batterien rein für den Sommer. Dann hätten wir das Päckchen leer. Das packe ich schon mal beiseite. Alter, das hört halt nicht auf, ne? Guckt euch diese Scheiße an. Oh, was ist das? Oh, da werden ja. Oh. Meine Frau wird austicken. Das wird die Traumtasse meiner Frau. Eine Einhorntasse. Manchmal helfen nur Feinstaub und jede Menge Glitzer. Ey, René, ich schwör dir, meine Frau, die flippt aus. Hier ist ja noch überall noch Zeug, hier so eine Augen. Die habe ich gar nicht gesehen. Hier eine Spinne. Eine Katze, Spinne. Spinne! Was ist das hier? Zimmermanns Bleistifte und Anspitzer. Das ist mal krass. Das ist echt cool. Vor allem so viele. René, Alter, du bist so ein Kunde, ey. Ohne Scheiß. Was ist denn da noch alles drin, Alter? Das hört ja nicht auf. Kletfix Klebebänder, Alter. Nur perfektes Zeug. Brauche ich gerade fürs Auto. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich glaube, wir machen mal hier so ein großes auf. Und die großen sind voll mit kleinem Zeug. Alter. Ich komme gerade echt nicht drauf klar. Und das hört nicht auf, das geht immer weiter. What the fuck? Sekundenkleber, auch perfekt. Meiner ist alle. Ey, der hat es einfach drauf. Der hat es einfach drauf. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich dir das zurückgeben soll, Alter. Das ist doch voll krank, Mann. Du hast so einen Knall, ey. Alter, wie viel Zeug hier schon liegt. Was ist das hier? Schleifpads. Das ist geil, Alter. In verschiedenen Körnungen. Das ist ja. Oh, ey, wirklich perfekt. Ich habe mir nämlich vor kurzem ein Projektauto geholt. Einen alten E36. Den ich jetzt nach und nach mehr oder weniger restaurieren möchte. Und aufbauen möchte. Und der hat ein paar kleine Rostflecken am Kofferraum. Sonst ist der relativ rostfrei, deswegen habe ich ihn auch gekauft. Dafür ist sowas hier perfekt. Damit grob vor, dann Nassschleifpapier, grundieren, alles. Perfekt, Alter. Perfekt. Hier haben wir ein paar Försterbohr. Alter. Der hat's einfach drauf. Scheiße, ey. So, nächste Paket. Und es hört nicht auf, Leute. Es hört einfach nicht auf. Batterien. Batterien kann man nie was falsch machen. Braucht man einfach immer. Hier ist noch ein Auge. Machen wir mal hier weiter. Oh, das sieht auch noch aus wie für meine Werkstatt. Ja, definitiv. Ach du Scheiße, Alter.
Die sind geil. Das sind Senkbohrer. Damit bohrt man und kann man gleichzeitig versenken für Schraubenköpfe. Richtig genial. Richtig genial. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Das ist ja geil. Ein Bluetooth-Lautsprecher im Smiley. Das ist ja geil. What the fuck? Das ist ja richtig cool, Alter. Ey, der ist echt geil. Den bei den Kindern dran im Zimmer. Richtig coole Idee. Richtig coole Idee. Was haben wir hier? Holzleim. Ein kleines Tütchen Holzleim haben wir hier. Hier haben wir zweimal verschiedene Zwing. Mal Dingsen. Kabelbinder kann man immer gebrauchen. Braucht man halt echt immer. Was ist das hier? Froschspiel. Ach so, das sind so eine Springfrosche, die muss man dann da reintreffen. Das war ein Kunde. Was haben wir hier? DVDs, Alter, bist du irre? Alvin und die Chipmunks lieben meine Kinder. Madagaskar kann man nie was falsch machen. Kung Fu Panda ebenso. Alter, du bist so ein Typ. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ey. Was haben wir hier noch drin? Batterien. Ey, ich werde langsam echt sprachlos, Mann. Das hört einfach nicht auf. Hier ist ein Riesenberg, Alter. What the fuck? Und noch mehr Konfetti. Du Scheiße, ey. Was ist hier noch alles drin? Was ist das hier? Eine Schere. Eine Kinderschere. Du Scheiße. Hier haben wir ja noch ein Päckchen. Hier ist noch was. LOL! Minions gehen auch um. Was ist das hier? Reifen? Reifen? What? What? Du hast mir nicht im Ernst. Das sind alu-gefräste Reifen. Das sind Alufelgen. Auf, ich glaube, Ansmann Crawler-Reifen, wenn mich nicht alles täuscht. What the fuck? Vier Stück. Krass. Die müsste ich zwar umlackieren, weil das Design passt nicht ganz auf meinen. Aber krass, Alter, warum packt. Alter! Ich komme echt nicht klar. Ich muss hier auch mal ein bisschen ausschütteln hier. Oh, hier ist ja schon ein Riesenberg, sehe ich gerade. Was mir drüber geschwappt ist. Scheiße. Was haben wir hier? Eine kleine Toolbox. Da ist sogar noch was drin, ich werde bescheuert, ey. Alter. Das sind doch, glaube ich, hier. Sind das nicht so eine Handtücher hier, die man ins Wasser legt und dann gehen die auf? Ich glaube schon, ne? Krass, Alter, was? Ein kleines Mini-Büchlein mit Emojis drauf. Auch geil. Was hier noch so? Hier ist auch so eine Mini, also Mini, eine kleine Kabelbinder. Und überall Konfetti, ey. So eine kleine Toolbox ist auch immer geil. Zum Beispiel zum Angeln. Ich gehe gerne angeln dafür. Da braucht man nicht immer alles mitschleppen. Wenn man es eh weiß, man geht immer an dasselbe Gewässer. Reicht ja so eine kleine Box. Hier ist auch noch irgendwas drin, oder? Ah, ne, das war nur Konfetti. Krass, ey. Mal durchgucken. Was ist das denn? Disco-LED-Licht? Hä? Biest. Jetzt versucht mein Hund gerade die Spinne zu fressen. Was ist das? Ach, da machst du Batterien rein und dann ist das. Ach so! Ja, krass. Zweimal das Ganze. Einmal in wahrscheinlich Wechsel und einmal in Weiß. Krass, das hört nicht auf, ey.
Hier ist ja noch mehr drin. Alter. Malbücher, das ist natürlich cool. Aber er hat extra alles schön eingepackt, was nicht dreckig werden sollte. Zwei Malbücher. Das ist cool hier für kleine Kinder. Huch, bin gerade an das Stativ gekommen. Und einmal schon für größere. Das ist cool, ey. Mega, danke, ey. Das ist ohne Scheiß. Was ist das? Ach, das ist Mini-Pool. Mini-Billard. Ist das geil, Alter. Und hier haben wir jetzt noch das Affenspiel. Ach, das kenne ich auch noch. Mit dieser Affen. Da muss man hier diese Stäbe reinmachen, dann glaube ich die Affen reinwerfen und dann die Stäbe rausziehen. Irgendwie so war das. Oh, meine Frau, meine Kinder, die werden ausflippen, ey. Weil die wissen davon ja gar nichts. So, ich kontrolliere jetzt hier nochmal. Jetzt weiß ich aber, warum das so zugetappt war. Guckt euch das an, wie viel das halt einfach sind. Hier drunter ist alles voll. Scheiße, ey. So, es geht nicht mehr zu. Also, René, du bist... Alter, mir fehlen echt die Worte. Mir fehlen echt die Worte. Es ist so ein Riesenberg. Ihr habt es gerade alles gesehen. Ich mache jetzt hier nochmal einen kurzen Cut. Und dann zeige ich euch die ganzen Sachen hier nochmal in Kompletto. So, jetzt seht ihr das Ausmaß. Das ist wirklich hier so ein Stück hoch, der Berg. Es ist nicht mal alles drauf, da hinten liegen noch Sachen, aber ich habe schon weitwinklig gemacht, aber meine Katze hat gerade ein Auge gefunden. René, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch echt sprachlos. Unfassbar. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie ich dir das zurückgeben soll. Du bist ein total verrückter Typ. Absolut krass. Ich bin sprachlos. Wir hören uns gleich bei WhatsApp. Echt krank. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.